Billy Tanner versucht sich dem Thema Wien mit einem Augenzwinkern zu nähern, versucht vielen Themen auch die Schwere zu nehmen. Eines Ihrer Lieblingsstücke ist ja die Wiener Schnitte. Könnten Sie uns etwas dazu erzählen? Naja, sie versucht natürlich schon auch mit einer gewissen gebrochenen Ironie daran heranzugehen. Die Wiener Schnitte spiegelt schon auch die Komplexität und die verschiedenen Facetten der Mentalität der Wiener, die ja doch eigentlich sehr tiefgreifend ist und auf tieferer Ebene schon auch eine gewisse Schwere hat. Und diese Komplexität kann man hier wirklich gut wahrnehmen, indem sich gerade diese formale Konstruktion von verschiedenen Blickwinkeln her bis in die Unendlichkeit ausdehnt. Ja, und das finde ich, es kommt hier wirklich wunderschön rüber und es ist auch ein Spiel mit den Farben, es erinnert auch an die Mannerschnitte und natürlich hat es auch, wenn man zu viel von den Mannerschnitten isst, eine gewisse Schwere, also insofern ist es auch eine schwere, sehr ernsthafte Kunst.